Das Orgelporträt, die Döring-Orgel in Bettenhausen. Bettenhausen ist ein Dorf mit 820 Einwohnerinnen und Einwohnern in der Thüringer Rhön und der größte Ortsteil der Einheitsgemeinde Rhönblick im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Das Dorf liegt auf 350 Metern Höhe im Herpfgrund an der Stettlingsbachmündung südlich der Hohen Geba. Die erste urkundliche Erwähnung von Bettenhausen stammt aus dem Jahr 850. Der Ort war ursprünglich im Besitz des Klosters Neuenberg bei Fulda. 1320 gingen die fuldischen Orte Seba und Bettenhausen in den Besitz der Grafen von Henneberg-Schleusingen über. Später gehörten die beiden Orte zum hennebergischen Amt Maßfeld, mit dem sie nach dem Aussterben der Henneberger 1680 zum Herzogtum Sachsen-Meiningen kamen. Ein Kuriosum der Ortsgeschichte ist, dass Fulda die Lehnshoheit über das seit 1320 ansonsten hennebergische Dorf samt Kirchenpatronat bis 1808 behaupten konnte. 1996 wurde Bettenhausen Teil der Einheitsgemeinde Rhönblick. In strategisch günstiger Lage auf der höchsten Stelle des Dorfes befindet sich die evangelische Wehrkirche zum Heiligen Kreuz. Der mittelalterliche Wehrturm ist mit einem Hocheingang geschützt. Von den Wehrbauten blieben auch Reste der Ringmauer mit Schießscharten und drei Gardengebäude erhalten. Das als Chorturmkirche im Jahr 1617 neu errichtete Gotteshaus besitzt einen herrlichen Orgel-Kanzelaltar
gleichsam eine sinnbildliche Darstellung der Erhöhung des Wortes durch die Musik. Die Orgel wurde 1747 von Johann Ernst Döring aus Ostheim vor der Rhön erbaut. Der ungemein prachtvoll verzierte Orgelprospekt sucht selbst im an historischen Orgeln so reichen Thüringen und darüber hinaus seinesgleichen. Eingangs erklang das volle Werk im Wechselspiel der beiden Manuale in einem Präludium aus der Klavierübung von Georg Andreas Sorge, dem gräflich-reuß-plauischen Hoforganisten in Lobenstein. Im nächsten Klangbeispiel, einem kurzen Präludium von Christian Michael, erklingt der sehr charakteristische und zum Großteil originale Prinzipal 8 Fuß. Der Erbauer der prachtvollen Barockorgel in Bettenhausen ist Johann Ernst Döring. Er wurde 1704 in Nordthüringen, wahrscheinlich in Vogtstedt im heutigen Kyffhäuserkreis geboren und erlernte das Orgelbauhandwerk zunächst in Erfurt, bevor er Schüler des kunstberühmten Nikolaus Seber in Römhild wurde. Nach einigen Jahren auf Wanderschaft ließ er sich in Ostheim vor der Rhön nieder und erhielt den Titel eines fürstlich-sächsisch-eisenachischen privilegierten Hoforgelbauers. 1737 erhielt er den Auftrag zum Bau einer neuen Orgel in Ostheim. Sie ist erhalten, allerdings in stark verändertem Zustand. 1742 geschah ein Unglück in Bettenhausen. Ein Jägersbursche verletzte Erasmus Ernst Siebenfreund bei der Wildschweinjagd durch einen unglücklichen Schuss. Siebenfreund starb an der Verletzung, vermachte jedoch unmittelbar vor seinem Tod der Kirchengemeinde 300 Gulden zum Bau einer neuen Orgel. Es folgten längere Verhandlungen mit mehreren Orgelbauern und schließlich wurde im März 1747 der Kontrakt mit Johann Ernst Döring abgeschlossen. Bereits im Oktober 1747 erfolgte die Abnahme und Einweihung. Diese ungewöhnlich schnelle Bauzeit erklärt sich durch die Tatsache, dass die Orgel, die heute in Bettenhausen steht, ursprünglich gar nicht für diesen Ort gedacht war. Zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung stand die Orgel nahezu fertig in Dörings Werkstatt und war eigentlich für die Kirche in Unterweid, ebenfalls in der Hohen Rhön, gedacht. Doch finanzielle Gründe zwangen die Gemeinde in Unterweid dazu, den Bau etwas kleiner als geplant ausfallen zu lassen. Sie bekamen ihre Döring-Orgel dann ein Jahr darauf, 1748. Das schließlich in Bettenhausen errichtete Instrument bekam 17 Register auf 2 Manualen und Pedal. In den folgenden 250 Jahren wurde verschiedentlich an der Orgel gearbeitet, doch glücklicherweise wurde sie nie wesentlich verändert, sodass das wertvolle Werk in den Jahren 1992 bis 1993 durch die Firma Otto Hoffmann aus Ostheim vor der Rhön restauriert werden konnte. Hierbei wurden alle späteren Änderungen rückgängig gemacht und der gut dokumentierte Erbauungszustand des Jahres 1747 wiederhergestellt. In den Folgejahren erbaute Johann Ernst Döring noch einige weitere Instrumente, teilweise unter Verwendung älterer Bausubstanz wie etwa in Oberwald-Behrungen, wo er eine Orgel von Johann Christian Hart grundlegend umbaute. Auch sein 1747 geborener Sohn Johann Melchior Döring wurde Orgelbauer, starb aber bereits 1783 als Soldat in Böhmen. Johann Ernst Döring überlebte seinen Sohn um 4 Jahre und starb am 17. Juli 1787 in Ostheim. Thank you.
so überaus prachtvolle Orgel von Johann Ernst Döring in Bettenhausen ist in wesentlichen Teilen original erhalten. Dies gilt sowohl für das Pfeifenwerk als auch für die Windladen und Trakturen. Bemerkenswert sind auch die originalen Klaviaturen aus Rosenholz oder Speierling. Zum Abschluss der Restaurierungsarbeiten erhielt die Orgel die originale Stimmtonhöhe von 485 Hz sowie eine wohltemperierte Stimmung nach Bach-Kellner. Die beiden Manuale haben einen Umfang vom Ton Groß C bis zum dreigestrichenen C ohne das große Cis. Das Hauptwerk, das vom zweiten Manual aus angespielt wird, besitzt die Register Prinzipal, Viol di Gamba und Quintatön 8 Fuß, eine Spitzflöte 4 Fuß, Quinta 3 Fuß, Oktava 2 Fuß, eine Tertia 1/3 Fuß und als Klangspitze eine dreifache Mixtur. Das Positiv, dem die untere Klaviatur zugeordnet ist, verfügt über die Stimmen Grobgedackt und Floy Traverse 8 Fuß, Kleingedackt 4 Fuß, Prinzipal 2 Fuß, eine Quinta 1/2 Fuß sowie ebenfalls eine dreifache Mixtur. Aufmerksame Zuhörer werden bemerkt haben, dass in der ganzen Orgel keine Oktave oder Prinzipal 4 Fuß vorhanden ist. Das Pedal besitzt einen Umfang bis zum kleinen A, also insgesamt 21 Tasten, und verfügt über Subbass 16 Fuß sowie Prinzipalbass und Posaune 8 Fuß. Dazu kommen eine Manual- und eine Pedalkoppel sowie zwei Zimbelsterne, einen in G-Dur und einen in C-Dur. Die vorbildliche Restaurierung der Bettenhäuser Orgelherrlichkeit hat kurz nach der politischen Wende Maßstäbe gesetzt und führte in der Folge zu einer ganzen Reihe von weiteren Restaurierungen und auch Entdeckungen in der Orgellandschaft Südthüringens. Zwischenzeitlich haben auch einige CD-Aufnahmen mit namhaften Organisten in Bettenhausen stattgefunden. So haben beispielsweise Gerhard Weinberger und Bernhard Vogrull Teile ihrer Bach-Gesamtaufnahme hier in Bettenhausen eingespielt. Hören wir abschließend drei Verse über den Choral »Ach, Herr, mich armen Sünder« von Johann Caspar Simon. Dieser Komponist wurde 1701 in Floh bei Schmalkalden geboren und veröffentlichte diesen kleinen Variationszyklus zusammen mit fünf weiteren im Jahre 1754.